Was glauben Sie, wie hat sich das Ganze verändert? Sie haben ja gesagt, Sie sind ein anderer Mensch geworden. Wie hat Sie vor allem diese ganze Gefängniszeit, wie hat Gefängnis. Sich das verändert? Ne? Ja. Gefängnis. Als Sie dann frei waren sozusagen, warum sind Sie ein anderer Mensch geworden? Also nicht als ich frei war, in der Zeit im Gefängnis, muss ich sagen. Ich glaube schon, ich war vorher, ich meine, ich habe mit Kolumbianern gedealt, dies und jenes, etwas egozentrisch, etwas egoistisch, etwas, und ich denke, Gefängnis, dadurch, dass ich mit so vielen Frauen in Berührung kam, Schicksalen, glaube ich, bin ich mitfühlender geworden, menschlicher, ja. Okay. Waren Sie denn früher mal anders? Weil wenn man Ihr Leben so ein bisschen anguckt, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf das, so wie sich das eigentlich, das Ganze so ein bisschen entwickelt hat, was Sie irgendwie so gemacht haben. Sie haben ja schon als Jugendlicher eigentlich viel mit Drogen zu tun gehabt, kamen aber eigentlich aus einer wohlhabenden, sage ich mal, Familie, Sie waren wohlerzogen. Woher kam denn diese, darf ich das sagen, kriminelle Energie? Genau daher. Chef. Woher? Chef. Nein, verstehe ich gerade nicht. Woher kam logische das? Schlussfolgerung. Es ging Ihnen zu gut, oder? Ach, nein, nein, nein. Hätte ich wahrscheinlich jetzt, ich bin Einzelkind, ne? Zwei Geschwister, ganz sicher wären die ganz anders verlaufen, deren Lebensweg. Es war einfach ich. Sie waren so, wie Sie waren und das gehört zu Ihrem Leben, meinen Sie? Oder? Es war mein Weg. Okay. Ihr Weg war sehr, sehr spannend. Sie haben, also Kinder und Familie waren für Sie nie ein Thema. Das wollten Sie nicht. Sie wollten raus in die große Welt. Ja. Sie wollten glücklich sein. Sie wollten was erleben, oder? Das war so Ihr Ding. Ja. Das war Ihnen alles zu langweilig zu Hause. Ja. Also die Waschmaschine abbezahlen mit einem Mann wollte ich ganz sicher nicht. Nein, Sie wollten Luxus, Sie wollten Reichtum, Sie wollten einfach was, was erleben. Und das haben Sie dann auch versucht. Sie waren in München, haben studiert. Ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, weil das Buch ist so lang. Das muss man wahrscheinlich lesen, um das ein bisschen zu alles zu verstehen. Sind dann nach Berlin, haben dort auch, sage ich mal, als Striptease-Tänzerin gearbeitet, waren als Fotomodel unterwegs. Und dann sind Sie irgendwann, sag ich mal, haben Sie den Michael Leeson kennengelernt in Berlin 1990 und der hat Sie auch so ein bisschen in die Welt des Glamour gebracht. Also Sie waren mit Michael Douglas unterwegs, mit Danny DeVito. Was war das für eine Zeit? Berlinale vor allem habe ich die kennengelernt. Und Michael Leeson und ich haben uns verliebt und hatten dann 3 Jahre eine Affäre. Ich war dann auch in Los Angeles ab und zu, war auch am Set mit Danny DeVito, er hat mir, als er Matilda Regie geführt hat und produziert hat, mir alles gezeigt, wie das in Los Angeles so abläuft. Aber auch Berlinale einfach dreimal, ja. Welche Rolle haben da Drogen gespielt? Keine. Keine? Mm-mm. Waren Sie da, hatten Sie da keine Probleme? Ich habe Drogen genommen. Aber die anderen nicht, oder? Das hatte damit nichts zu tun. Nein. Sie sind ja dann mit 33 Jahren, haben Sie wieder geheiratet? Es gab mehr oder weniger zwei Männer in Ihrem Leben, also Ihren Ehemann natürlich und den guten Freund Karl. Sie verbessern mich, wenn ich was Falsches sage. Klar. Sie sind dann nach Australien gezogen, haben dort in einer wunderbaren Villa gelebt. Der Luxus kam schon aufgrund der Drogengeschichte, oder? Erzählen Sie uns das mal kurz. Sie haben ja ein gutes Leben gehabt in Australien. Ja, klar. Also es war so, ich habe mit Karl zusammengelebt in Berlin. Über 10 Jahre. Und dann habe ich Werner kennengelernt und der lebte in Melbourne und dann sind Karl und ich einfach zu Werner dazugezogen. Aber es war ein Leben in Luxus und Ihnen ging es ziemlich gut. Ja, ja. Wie kam das dann mit dieser ganzen Drogengeschichte? Sie haben ja irgendwann einen Drogendealer kennengelernt und der hat zu Ihnen gesagt, Sie wären perfekt. Warum? Mein kolumbianischer Freund, weil ich Tequila trinken kann wie ein Mann. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das schon ausschlaggebend ist. Und weil Sie? Nein, er fand mich einfach passend. Ich denke einfach, das war einer der Momente im Leben, der eventuell ganz vielen Menschen passiert und ganz viele Menschen sagen nein oder merken es überhaupt nicht. Und ich habe es gemerkt und ich habe ja gesagt. Was hat Sie denn, warum haben Sie sich darauf eingelassen? Wieso? Abenteuer. Toll. Ich wollte es.
Ich fand es spannend. Wollten Sie einfach keinen normalen Job machen? So wie ich Nein, niemals. Okay, Samuel wollte das nicht. Nein. Das heißt, was hat Ihnen denn diesen Kick gegeben? Ich meine, es muss doch auch immer Angst dabei gewesen sein. Nein, oder? Angst habe ich gar nicht, glaube ich. Mhm. Fehlt mir. Das heißt, können Sie ein bisschen auspacken? Wie läuft so ein Drogendeal ab? Wie laufen diese Drogengeschäfte ab? Sie haben ja auch erzählt, irgendwie, das wird ja oft in afrikanischen Masken, um das ging es ja bei dieser Kokain-Geschichte, verpackt. Ja. Wie läuft sowas ab? Im großen Stil. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das? Läuft ja über viele Mitwisser, über 1000 Ecken. Was für ein Geschäft ist das? Also im großen Stil läuft es über Schiffe ab. Mhm. Schiffsladungen. Mhm. Am besten noch U-Boote. Mhm. Okay, und das heißt, haben Sie auch die Drogen praktisch mit durch den Zoll gebracht? Waren Sie auch auf den Zoll? Ah, hier sind wir wieder bei den Masken. Ja. Okay, ja. Mhm. Ja. Und wie war das in dem Moment, keine Angst entdeckt zu werden? Nee. Weil Sie schreiben in Ihrem Buch, das war dieser Kick. Nee, ich fand es spannend. Ja. Ja. Und vor allem, das ist das Spiel. Ich meine, das ist so insgesamt das Spiel, ne? Wir tricksen, also ich erfinde was und trickst die aus, ne? Also die Polizei oder wer auch immer. Und umgekehrt. Und ja, wer auch immer gewinnt, ne? Mhm. Okay, das ist jetzt für einen Laien ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber vielleicht ist es einfach der Kick in dem Moment, wo man sagt, das ist es. Und Sie haben ja definitiv damit, ich weiß nicht, von welchem Betrag wir sprechen, aber Sie hatten ein ziemlich luxuriöses Leben dadurch. Ja. Ja. Sie hatten sogar, das beschreiben Sie auch gut in Ihrem Buch, Sie hatten sogar eine eigene Wohnung für Geld. Erzählen Sie uns davon. Ach so, ja, ich hatte eine Wohnung für Geld. Da war einfach nur ein Küchenschrank drin. Und da habe ich einfach die Dollarscheine reingeschmissen. Mhm. Weil war ja gedacht, dass man sie dann irgendwann wäscht, Geldwäsche. Und kam es nicht mehr dazu, leider. Und insofern weiß ich nicht, was aus der Wohnung heute wurde. Mhm. Eventuell die Polizei, die korrupte Polizei oder ein glücklicher Vermieter hat im Lotto gewonnen. Aber über welchen Betrag sprechen wir? Sechsstellig, siebenstellig? Ah, über Millionen. Okay, alles klar. Das heißt, war das so das Leben, was Sie wollten? Sie schreiben ja in Ihrem Buch, viel Geld verdienen mit wenig Aufwand. War das so das, was sich Andrea Mohr als Ziel gesetzt hat im Leben, was Sie dann auch... sozusagen. Da war kein Masterplan dahinter. Nein, das ist mir klar, dass kein Masterplan da war, aber ja. Hat ja trotzdem so funktioniert. Ja, aber das sind alles so Dinge, die sind passiert, ne? Eins nach dem anderen, und ich habe halt die Entscheidungen getroffen dahingehend. Okay. Ich habe es gerade gesagt, der 11.9. hat alles verändert. Da waren wir ja am Anfang unseres Gesprächs. 2004 sind Sie in Australien entlassen worden, sind dann nach Neustadt zurück. Das ist Ihr Heimatort. Wie war denn das Leben danach oder wie ist es denn jetzt? Sie haben angefangen zu schreiben, das tun Sie jetzt immer noch. Aber wie läuft Ihr Leben ab? Sind Sie denn wirklich so anders, wie Sie früher waren? Ist aus der Bösen in Anführungsstrichen eine Gute geworden? Wie ist das? Also dieses Böse und Gute, damit kann ich nicht anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich schreibe heute, ich habe mein zweites Buch geschrieben, ich mache meine Multimedia-Lesungen, ich mache Übersetzungsarbeiten, ich mache journalistische Arbeiten, also auch Reiseberichte etc. Insofern, ich weiß nicht, ob ich jetzt gut bin, keine Ahnung. Man macht wahrscheinlich jetzt auch noch Fehler, oder? Sind andere Fehler vielleicht? Marlene Dietrich, ne? Mhm. Wie war das? Ach, jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Nee, aber, aber mit den, man macht einfach neue Fehler, natürlich. Aber das gehört zum Leben, das ist einfach so. Man lernt daraus, so wie Sie, Sie haben auch viel gelernt. Machen Sie keine Fehler? So, natürlich mache ich Fehler, ich lerne auch daraus. Danke. Natürlich, das gehört ganz normal dazu. Welche Rolle spielen die Drogen heute in Ihrem Leben? Gibt's? Keine. Keine? Gibt es andere Drogen, wie zum Beispiel das Schreiben? Alkohol vielleicht? Ist eine Droge, absolut. Tabak ist eine Droge, Nikotin, klar. Ich nehme immer noch Drogen, von daher, wenn man es technisch sieht. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ja. Frau Moll, Sie haben so viel erlebt in dem Leben. Kann Sie eigentlich noch irgendwas erschüttern? Gibt es noch irgendwas, wovor Sie Angst haben? Ja. Was ist das? Terrorismus. Mhm.
Atomkraft. Was ist das, was Sie sagen, das ist das, wo ich am meisten daraus gelernt habe aus der ganzen Zeit? Was würden Sie sagen aus Ihrem Leben am bisher? Meisten? Ja, was haben Sie gelernt aus dem Ganzen? Oder haben Sie vielleicht gar nichts gelernt? Was Doch, nehmen Sie mit? Das Gefängnis nicht funktioniert, habe ich gelernt. Man kann Menschen nicht einfach wegsperren. Man muss Menschen eine Aufgabe geben. Und ich meine, Gefängnis an sich in der bestehenden Form funktioniert nicht. Mhm. Auf keinen Fall. In Deutschland eher als in Australien. Weil in Deutschland, ich war jetzt in JVAs etc. und habe dort meine Lesung gehalten. Und man muss sagen, hier kann man eine Lehre machen, hier kann man eine Ausbildung machen, hier kann man, hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Allerdings weltweit nicht. Mhm. Okay. Sie sind ja auch bei Amnesty International, das heißt, Sie tun da auch ein bisschen was, um zu helfen. Ja. Und Sie geben auch einige Lesungen, sag ich mal, an Schulen und dann, glaube ich, auch in Gefängnissen. Also Sie wollen ein bisschen, Sie wollen versuchen, Ihre Erfahrungen weiterzugeben. Ja. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Wer noch mehr von Ihnen erfahren will, der kann natürlich das Buch lesen. Ja. Sehr spannend, kann ich nur sagen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Leben. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war's von uns, liebe Zuschauer. Das war sie, die Redezeit für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möbel in Hofer, Europas größte Wohnwelt, wünscht gute Unterhaltung beim Regio TV-Journal. Keines der deutschen Atomkraftwerke ist sicher bei einem Flugzeugabsturz. Wie reagieren Politiker und die Bürger in Gundremmingen auf diese Studie? Teure Siamkatze geklaut. Im Schwäbisch-Gmünder Stadtteil Bettringen geht womöglich ein Katzenhasser um. Und das Wetter, auch die nächsten Tage bleiben richtig angenehm warm. Allerdings steigt in der schwülwarmen Luft das Gewitterrisiko deutlich an. Mittwoch, der 18. Mai.